Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Ich habe einen Ventilator und der steht aber irgendwie einen halben Kilometer von mir weg. Ich weiß jetzt nicht, ob der... Na doch, der boost mich schon an. Naja, auf jeden Fall, wir waren letztes Mal dabei, Charlie irgendwie dazu bringen, uns den Ring zu geben. Das ist mein verdammter Ring. Den muss ich unbedingt wieder haben. Genau, den Ring. Comics. Hier gibt's ein paar echte Raritäten, aber die interessieren mich nicht mehr. Ich habe jetzt ein echtes Leben. Mein Bier ist leer, was ich getrunken habe. Ihr müsst wissen, ich war vorhin noch auf so einer Party. Und zuvor waren wir noch am See und haben was getrunken. Und da habe ich noch so ein Bier mitgenommen, weil der Kasten war fast leer. Jemand anders hat sich dann noch drei Bier geschnappt. Und der Wein hat sich auch noch was genommen. Und hier gibt's ein paar echte Raritäten. Komm ich. Na, ich hab die Kohle noch nicht zusammen. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube immer noch nicht, dass das Nunchakos sind. Mal gucken, was Spacer dazu sagt. Lord Vader. Commander. Das Shirt des Imperators, welches er anlässlich des Geburtstags seiner Katze geordert hat, ist angekommen. Exzellent. Nun kann ihn nichts mehr aufhalten. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Die gesamte Galaxie wird vor uns auf die Knie sinken. Ja, Alter. Genug von dem Weltraumscheiß. Sie haben mich zum letzten Mal enttäuscht, Admiral. Vorher hast du mich noch Commander genannt. Wurde ich zwischendurch befördert? Und übrigens, wenn dieses Track Wars-Ding echt ist, dann sollte es dich gar nicht geben, oder? Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal, Commander. Oh nein, nein, nein. Jetzt keinen Rückzieher machen und erst recht kein Themawechsel. Also, wenn du aufhörst, Fragen zu stellen, bekommst du Süßigkeiten. Süßigkeiten von einem Fremden? Das habe ich nicht mehr gemacht, seit ich klein war. Aber okay. Ich tue alles, um diesen Widerspruch in der Story hinter mich zu bringen. Schließ dich mir an und wir werden die Galaxie beherrschen als Vater und Sohn. Heute passt mir das so gar nicht, aber vielleicht können wir ein andermal als Vater und Sohn herrschen. Wie gefallen eigentlich Anakin diese tollen Shirts? Dieser Name hat keine Bedeutung mehr für mich. Verstehe. Und dem Kostüm nach zu urteilen, wirst du dem Spruch auf dem Shirt wohl nicht gerecht. Aber hey, hör nicht auf, nach den Sternen zu greifen, okay? Wenn du es unbedingt wissen willst, ich hab eine Freundin. Cyberfreundin? Gibt's noch andere? Naja, in dem Fall gebe ich dir drei. Eins für dich, eins für deine Cyberfreundin und noch eins für deine Roboterfreundin. Davon hast du ja sicher auch einen, hm? Touché. Dachte ich mir. Oh Gott. Hey, mal nicht so wertend. Ich studiere technische Informatik und mein Vater ist Mechaniker. Was soll ich den Sommer über denn sonst machen? Schon okay, Mann. Ich urteile nicht. Hier sind deine Shirts. Das sind die Shirts, die ich in dem Paket gefunden habe. Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Eukalyptus-Bonbon. Ah ja. Warum lädt das so? Okay. Und bei. Ich könnte mal gucken, ob ich Charlie eins geben kann. Sowas will doch. Sowas will. Der ist momentan keine Hilfe. Ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Ah ja, okay. Wow. Oh, ein richtig hart. Ich glaube, das ist Mortimer. Ja, endlich. Kann ich das Mortimer geben? Sowas wie... Marty, ich brauche deine Hilfe! Klar, Doc, was ist das Problem? Sekunde mal. Mein Name ist nicht Marty. Wer zur Hölle bist du? Die Frage ist nicht, wo sind wir, sondern wann sind wir? Das war gar nicht die Frage. Ich fragte, wer zur Hölle bist du? Ich kann dir keine Details verraten, Marty. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Okay, jetzt habe ich echt Schiss. Was geht denn hier vor? Die Libyer sind hinter mir her, Marty. Libysche Terroristen. Libyer? Wow. Das ist hart, Doc. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Hier, nimm das! Sekunde mal, Kumpel. Ist das wirklich, was ich denke? Wenn du dachtest, Plutonium, dann ja! Alter, spinnst du? Ich hab nur mitgespielt, weil es irgendwie lustig war. Aber das schlepp ich sicher nicht mit mir rum, du Irrer. Du verstehst nicht! Es geht um deine Kinder, Marty! Du musst etwas wegen deiner Kinder unternehmen! Meine Kinder? Okay, ich weiß nicht, ob ich in diesem Paralleluniversum Vater bin oder so, aber das hier fängt an, mir Angst zu machen. Wenn ich deinen scheiß Plutoniumstab mitnehme, lässt du mich dann endlich in Ruhe? Klar! Wir sehen uns dann in 30 Jahren, schätze ich. Nicht, wenn ich's verhindern kann, Doc. Ach so. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Sowas will doch keiner. Wer weiß, wer weiß. Der ist voll. Sowas will doch. Da gehe ich nicht wieder rein. Mein Arsch steht auf dem Spiel. Ja, okay. Hier ist eine Randys Wohnung. Ich hätte eine Idee, wo wir hingehen. Und zwar zu... zu Mortimers Zimmer. Weil Mortimer schuldet der Randy immer noch die Miete. Zumindest meine ich, dass sie das, was sie gelabert haben in der letzten Folge. Das letzte Mal aufnehmen ist schon wieder eine Weile her und ich habe keine Folgen mehr, da muss ich es aufnehmen. Und ja, gehen wir ins Treppenhaus. Aufs Dach. Und die Tauben sind tot. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben. Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Abgeschlossen. Und Mortimer hat vorsichtshalber die Türklinke mitgenommen. Der kann es partout nicht leiden, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt. Ist das echt ein Plutonium-Brennstab? Blöd. Blöd. Es gibt kein... was da reinstecken, das dann leuchtet das Ding wirklich. Ich glaube. Ah, die Tür hat gar kein Schloss. Gucken, ob sich selbst etwas verändert hat. Mrs. Grozer scheint ja total... Guten Morgen, Mrs. Grozer. Sie sehen heute aber umwerfend aus. Haben Sie was mit Ihren Haaren? Kaum zu glauben, dass Sie nicht in Kosmetik-Werbespots auftreten mit so einer... Okay, naja. Ah ja. Erstmal da einschleimen und dann. Also, Mortimers Tür kriegen wir so schnell nicht auf. Hier ist der Penner. Nee, so langsam macht. So, Amazon Express. Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog. Okay.
Wer weiß schon, welche Gefahren und Killer, Krokodile, Ach, der Typ ist ja noch da. Ich glaube, der Typ... Nein, das... Blöd. Wenn du das für eine gute... Vielleicht wird ein Eukalyptusbaum. Ich teile grundsätzlich kein... Ich glaube, der Typ... Die Arbeiterklasse, wie sie... Ich glaube, die gibt der nicht einfach so. Ich glaube nicht. Gehen wir zu Clayton. Es sollte wohl klar geworden. Ich teile. Sieht so aus, als wenn sie heute nicht mit mir reden will. Liegt's an mir oder wird Elaine mit zunehmendem Alter immer besser, so wie. Ich teile. Nein, das ist gefährlich. Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptusgeschmack an der Angel. Okay. Jetzt habe ich einen Köder. Das macht kein... Blö. Ich denke nicht. Ich denke... Verzeihung, ich bin... Klar. Also... Kann ich mir mal... Haben Sie kein... Ich will dir... Was zeigen? Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was... Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Naja, wahrscheinlich... Ah, das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Na schön. Gut, dann zeig's mir eben. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Wollt ja nur mal die Funktionen? Es hat nicht mal WLAN. Sicher? Gibt's nicht eine Option im Menü, das... Nee. Ich hab hier nur Kontakte. Moment. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN... Wirklich? Das macht doch keinen... Stimmt was nicht? Oh. Was zur Hölle soll das mit dem abgeschlachteten Aliens-Ordner? Puh, weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden, Alan? Nennen Sie mich nicht so! Aber das ist dein Name, Alan, auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein, nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, 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 nein! Das passiert nicht. Das darf nicht schon wieder passieren. Oh, tut mir leid, aber ich glaube, dafür ist es zu spät. Und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Passt aber auch. Sofort, Dr. Johnson. Mr. Alan Simmons, Sie sind dran.
Ich glaube, Mr. Simmons kann seinen Termin gerade nicht wahrnehmen. Ist Mr. Simmons etwas zugestoßen? Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, da ist gerade was frei geworden. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Hauser, der darauf besteht, Sie zu sprechen. Na dann, schicken Sie ihn rein. Dr. Hauser, Sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt Sie jetzt. Wow. Oh, der ist... Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Nee, nur wenn ich verkatert bin. Trinken Sie regelmäßig? Ah, Sie wollen wissen, ob ich ein Alkoholproblem habe, ja? Naja, weiß nicht so recht, also sage ich einfach mal nein. Gut, gut. Zur Kenntnis genommen. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Also, ich habe in letzter Zeit diesen Traum, in dem ich Elaine anbagger. Und das macht mir große Angst. Elaine? Eine frühere Partnerin? Was? Nein. Elaine ist der Zirkusfreak, dem die Bar gehört, die ich oft besuche. Also finden Sie diese Frau nicht attraktiv? Sie sind ein echter Gedankenleser, Doc. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rorschach-Test an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay, ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das da ist ein Bild von Terraria. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super, das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Du Scheiße, was ist das? Schiff mit einer Murmeltier-Crew. Murmeltier-Crew? Ja, offensichtlich. Sehen Sie sich doch mal die Zähne an. Nun gut. Schiff, Murmeltier, okay. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Das sieht mir aus wie so ein Fledermaus. Batman. Poker spielende Hunde. Das ist eine tolle Anspielung auf Harveys neue Augen. Batman. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine? Wie kommen Sie darauf? Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Das ist wahr, aber ich finde es sehr merkwürdig, dass das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, eine Zeitmaschine ist. Das ist wirklich sehr interessant, wenn man bedenkt, dass das Konzept einer Zeitmaschine nur für den eigenen Geist greifbar ist. Ich meine damit, es ist ein sehr mehrdeutiges, sehr unpräzises Konzept, da es sich um ein Objekt handelt, das nicht real ist und daher kein allgemeiner Standard existiert, wie es eigentlich aussieht. Wir können unsere Vorstellung nur an Science-Fiction-Archetypen festmachen. Das ist deswegen faszinierend, weil es mich schließen lässt, dass sie tief in ihrem Inneren das Bedürfnis haben, die Zeit zurückzudrehen. Um die Geschichte zu ändern oder etwas zu verhindern.
das bedeutet. Oh.